Guten Morgen, ihr Lieben. Morgen. Wir sind in Bad Salzungen gelandet. Ja, am Sole-Reisemobilhafen Bad Salzungen. Machen wir eine kleine Platzvorstellung? Ja, würde ich sagen, zeigen wir euch einmal, wo wir hier gelandet sind. Gestern hat mein Mann diesen Stellplatz ausgesucht. Mhm. Und den hast du sehr toll ausgesucht. Ich fand es hier sehr schön. Echt? Ja. Okay, genau. Dann kommt mal mit, dann zeigen wir euch den mal. Auf geht's. Ja, angefahren kommt ihr durch Bad Salzungen. Sind ein bisschen kleine Straßen, kann man aber gut fahren. Ne? Und da steht auch immer Lkw-Durchfahrt verboten, aber Wohnmobile frei. Dann fahrt ihr hier über den Bahnübergang. Die Bahnstrecke braucht ihr keine Angst haben. Also wir haben sie gar nicht mehr wahrgenommen nachher, ne? Nee. Ja. So, dann habt ihr hier die Einfahrt. Hier ist der Reisemobilhafen Sole. Ja, dann seht ihr hier schon Wohnmobile frei, parken nur in gekennzeichneten Flächen erlaubt und Wohnwagen sind hier auf diesem Platz nicht erlaubt. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter, ne? Ja, er ist schön angelegt, mit, also komplett neu gemacht. Ja, komplett neu gemacht. Ne, Sönke, super. Das ist komplett neue Steine hier, ne? Sieht richtig gut aus. Ja. Ja, hier ist die Rezeption. Die ist geöffnet von 13 bis 18 Uhr. Der Mann da drin ist super nett und super freundlich. Erklärt euch alles, was man hier in der Umgebung machen kann. Ihr kriegt einen Stadtplan. Ja, der ist wirklich ein netter Kerl, ne? Ja. Der war wirklich, wirklich nett. Der Platz hier kostet 17 Euro ohne Strom. Und wenn ihr Strom braucht, bekommt ihr hier bei dem netten Herrn auch Strommünzen. 1 Euro, 2 kW. Und die werden dann einfach in die Stromsäulen reingeschmissen. Ja, das passt. Dann haben wir hier auf der linken Seite sofort die Entsorgung. 2 Entsorgungsklappen. Bodeneinlass. Kann man also gut drüber fahren, ne? Ja. Genau, dann habt ihr hier die Toilettenentsorgung noch. Mhm. An der Clean Start Kassette Toilettenentsorgung. Das ist in Ordnung. Und ihr habt hier noch Frischwasser. Ja, Frischwasser habt ihr auch. 1 Euro 100 Liter. Oder man kann auch nur für 10 Cent 10 Liter bekommen. Ne? Das ist auch okay. Das ist auch super. Also Entsorgung ist gut. Ja. Dann habt ihr auf der linken Seite hier Plätze. Alle wirklich super angelegt. Ne? Rasenkantensteine und dann mit Fliesen oder anderen Steinen. Können wir mal so hier Terrasse zeigen, hier gemacht. Ist gerade ein leerer Stellplatz. Ja, sieht man doch. Dieses kleine Gepflasterte ist dann eure Terrasse und auf diesen Stein stellt ihr euer Wohnmobil längst hin. Genau, jetzt haben wir hier das Schild, dann laufen wir gleich mal mit euch dahin. Also hier steht Solewelt, Bad, Sauna, Gesundheit, Bad Salzungen, 2 Gehminuten und da gehen wir jetzt mal eben hin. Ja. Die Plätze sind eigentlich wirklich okay, ne? Ja. Alle leicht abschüssig, ne? Müsst da vorne auf Keile fahren. Zwischendurch ist da immer mal so eine Hecke gezogen. Mhm. Und dann sind wieder 2 Plätze nebeneinander, etwas offener, nur mit so ein bisschen Pampasgras in der Mitte dazwischen, ne? Das ist schon ganz gut. Gut gelegen. Ich glaube sogar, man kann die Stellplätze hier reservieren, mhm, weil hier haben wir ein Schild gelesen, dass da schon einer reserviert ist. Ja, Weg ist eigentlich zügig zu laufen, ne? Ja, das ist völlig in Ordnung. Das ist nicht ganz so weit. Nein. Obwohl, da lügen wir schon wieder. Da steht schon wieder 2 Minuten. Ja, zwei das Minuten. Ist. Komm, wir kürzen ab. 2, 3, 6. 1 Minute 57. Und was wirklich auch toll ist hier in dieser kleinen Stadt, also überall diese alten Häuser, die Innenstadt, die Altstadt ist super schön. Ne? Ja, da sind wir gestern Abend durchgelaufen. Da können wir euch jetzt keine Bilder zeigen, aber wirklich cool. Schöne, ja, schöne kleine Restaurants. Mhm. Hier gibt es Broiler. Genau, hier gibt es eine Broilerbar, haben wir uns sagen lassen. Lieber Micha, danke für den Tipp. Da sollen die Hähnchen super schmecken. Der Broiler. Ja. Da sehen wir schon ein Infoschild, dass hier ein Gradierwerk ist. Das ist seit 2 Jahren Baustelle und jetzt im September ist ein Stück davon geöffnet worden. Ein Gradierwerk ist eine Wand aus Sole-Salz, ja, wo man dran vorbeiläuft und da kommt so viel Salz raus, dass das ganz toll für die Lunge, für Neurodermitis, Schuppenflechte und sowas ist. Das kann man jetzt wieder ein Stückchen machen, nicht ganz, ein bisschen Baustelle ist immer noch. Sind wir angekommen in dem Bad, in dem Sole-Bad. Man kann da natürlich in den Solebecken schwimmen gehen,
Sauna machen, eine Salzgrotte. Genau, hier könnt ihr auch, wenn ihr jetzt nicht im Schwimmbad essen wollt, dann gibt es hier auch den Straßenverkauf. Da müsst ihr einfach dort klingeln und dann könnt ihr euch euer Pommes und Schnitzel oder was auch immer ihr wollt to go mitnehmen ins Wohnmobil. Ja. Wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Schwimmbad, was auch richtig Spaß macht. 3 Stunden kosten 14 Euro in dem Schwimmbad. Oder du kannst auch eine Tageskarte nehmen, die kostet, glaube ich, 17 Euro. Ja? Sind nur 3 Euro mehr für den ganzen Tag. Ja. Innen drin gibt es auch noch ein Sohleladen. Da kann man alle möglichen Sohleprodukte kaufen. Ich kann euch sagen, für jemanden, der Hautprobleme hat, ist das wirklich eine tolle Sache. Ne? Wir sind früher auch immer viel in so Sohlebäder gegangen, weil ich Neurodermitis so schlimm hatte. Ne? Mhm. Und das hat mir immer gut getan. Gestern, das hat mir auch gut getan. Ja, hier sind wir jetzt in dem Sohlebad, in dem Vorraum. Da geht's ins Schwimmbad rein. Preise hatte ich ja eben schon gesagt. Dann haben wir hier das Sohlelädchen. Da kann man noch ein bisschen was kaufen. Also wenn man keine Schwimmsachen dabei hat, Schwimmsachen oder auch so Salzlampen oder sowas. Kindersalinchen. Die Kinder werden immer Salinchen hier. Das ist das Maskottchen hier. Das Salinchen-Maskottchen. Ja, wie gesagt, ein kleiner Schmuckerladen. Dann haben wir hier noch einen Bereich, wo wir uns ausruhen können und noch einen Kaffee trinken können. Und hier bieten die ganz viel an. Das sehen wir jetzt mal hier. Das ist der Gradierweg, den dürfen wir euch gleich zeigen. Einzelinhalationen, totes Meersalzgrotte, ein Fitnesszentrum ist hier mit drin, Pneumokur für die Lunge, der Badearzt. Also hier wird ganz viel. Ja, und wir haben gerade mal hier nachgefragt, ob wir mit euch mal da reingehen dürfen. Und das dürfen wir. Das Gradierwerk wird ja gerade total saniert. Und ich sagte ja draußen schon, es ist nur ein ganz kleiner Bereich frei. War das jetzt die Südwand oder die Westwand? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, da dürfen wir jetzt mal mit euch hingehen und uns das angucken. Hier seht ihr schon mal die Riesenbaustelle. Aber das ist alles in Mache. Und irgendwann wird es dann auch mal gut sein, ne? So, auch hier Aufruf an euch, liebe Leute. Wenn ihr reingeht hier, bitte zahlt den Eintritt vorne am Eingang. Ne? Oh, das sieht schon mal toll aus. Guckt ihr mal, wie das alles wirklich absolut restauriert wird. Ja? Ja. Alles frisches Holz. Sieht richtig toll aus. Ja, auch die Türen hier. Ne? Mhm. Oh, hier ist auch noch Baustelle. Die Tür ist aber auch schwer. Du. Schön. Hier steht demnächst wieder der Sohle-Vernebelungsbrunnen. Also der kommt hier auch hin. Ja. Ja, ist echt schade, dass das jetzt alles Baustelle ist. So, jetzt gehen wir mal hier durch. Upp, wieder raus. So, und jetzt heißt es gleich, Alfred, tief durchatmen. Also, was habe ich noch nie gesehen? Ich auch nicht. Leute, wie riecht das denn? Das riecht aber toll. Ich will näher ran. Da wirst du nass. Ist ja der Hammer. Das war schön. Ja? Wir hätten ja auch, die Frau hat uns Ponchos mitgegeben. Vielleicht sollen wir die anziehen. Nein. Doch, dann kannst du nämlich ganz nah da laufen. Brauchst du nicht anziehen. I slip into the quicksand. Wenn man da
Markt ist er bestimmt voll salzig. Sehe ich jetzt auch aus wie ein Salinchen? Du bist auch ein Salinchen, ja. Gefällt dir das? Ja. Aber ich glaube, so Restauration ist ja auch bitter nötig, weil das hat ja einen unheimlich hohen Salzgehalt, ne? Mhm. Und das greift natürlich auch das Holz an, ne? Ich denke mal. Das sieht man da oben. Ja. Und? Und? Ich werd nass. Aber den Geruch, den habe ich noch nie gerochen. Ich weiß auch nicht. Aber es ist jetzt kein Witz, ne? Ich habe das Gefühl, ich kann irgendwie tief durchatmen. Und da drüben wird die andere Seite restauriert. Und die Häuser hier drin finde ich auch voll cool. Monas hin und weg. Oh. Das war schön, ne? Das war schön. War zwar nur falsche Tür. Ach, falsche Tür. Hier ist die richtige Tür. Dann seid ihr wieder drin. Oh! Ja, ihr habt ja noch WCs beim Rausgehen. Behinderten-WC. Alles da. Und hier so alte Fotos von früher. Das ist bestimmt der Brunnen, der wieder aufgebaut wird, ne? Ja, genau. Ja. Super. Also hier wird schon investiert, würde ich sagen, ne? Das hat Spaß gemacht. Ja. So, dann gehen wir jetzt mal rüber zu der Tourismusfrau. Genau, wir haben hier die Tourismusfrau kennengelernt und die hat uns gesagt, ist gar kein Problem, wenn ihr irgendwas wollt, kommt zu mir. Hier ist nämlich noch ein tolles Museum und ein Bohrturm. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Mal eben ins Museum. Genau. Hier im Gradierwerk. Da gehen wir mal rein und schauen mal. Wir haben hier gerade per Zufall die Frau Herklotz von der Touristeninformation kennengelernt. Und was bieten Sie hier in Bad Salzungen an? Also Bad Salzungen ist ja ein sehr schönes Städtchen mit einer 1200-jährigen Tradition. Es gründet sich alles auf das Salz. Es hat angefangen mit Salzsieden und wir fordern heute noch in unserem Bohrturm nebenan 27-prozentige Sole. Und wir haben natürlich unsere größte Sehenswürdigkeit ist das Gradierwerk. Sie waren ja wohl eben ja, schon in der Westwand. Das war schön. Leider steht noch nicht alles zur Verfügung. Mitte nächsten Jahres wird das gesamte Ensemble mit zwei Gradierwänden, mit einem Mittelbau im hennebergischen Fachwerkstil und einem schönen Gradiergarten allen Gästen wieder zur Verfügung stehen. Ganz toll. Zurzeit kann man nur an einer Wand gradieren. Ja, hier in der Touristinformation haben wir viele Prospekte. Kostenfreies Material für unsere Touristen, insbesondere was Wandern und Radfahren anbetrifft, denn wir liegen direkt am Werratal-Radweg. Und Sie bieten was ganz Tolles für Wohnmobilfahrer an, haben Sie uns gerade gesagt. Richtig. Wir haben in der Solowelt oder bieten eine ambulante Kur an. Das ist die Pneumokur für Atemwegserkrankungen, insbesondere für COPD-Patienten. Und diese Kur können Sie nur bei uns hier in der Solowelt machen und Sie können mit Ihrem Wohnmobil praktisch auf unserem Reisemobilhafen stehen oder wir vermitteln natürlich auch andere Unterkünfte. Ja. Aber so ist es am praktischsten. Man ist sehr flexibel, nicht wahr? Super. Ja, das wäre im Wesentlichen, hatte ich schon erwähnt, dass wir hier einen Salzkristall aus dem Bergwerk Merkers haben.
Dieser Salzkristall wurde uns gestiftet. Das Bergwerk Merkers ist ein absolutes Highlight. Sollten Sie sich anschauen, wenn Sie hier sind, aber bitte immer mit Vorreservierung. Ja. Es geht 500 bis 800 Meter in die Tiefe. Und das Ganze hat ein Ausmaß von ungefähr von der Stadt Leipzig. Deswegen wird mit LKWs gefahren und Sie werden dort sehr viel Interessantes über das Salz erfahren. Ab und zu gibt es da unten sogar Konzerte. Oh, von Klassik bis Rock. Das hört sich ja toll an. Ja. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und uns gesagt haben, was wir hier alles machen können. Und dass wir natürlich gerade mal ins Gradierwerk gehen durften. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, wenn Sie Werbung für unser schönes Städtchen machen. Gerne, es ist super schön hier. Es ist ein absolutes Highlight, gelegen mitten in Deutschland zwischen Thüringer Wald und Rhön im Werratal. Sehr schön, Dankeschön. Bitte. Ja, das war der kurze Einblick in die Sohlewelt und ins Museum. Und ins Gradierwerk. Und ins Gradierwerk. Mein Gott, wir haben aber heute schon was erlebt, ne? Ja. So, hier habt ihr so einen kleinen Schaukasten hängen mit allem, was hier in Bad Salzungen so angeboten wird, was man hier machen kann. Oh, guck mal hier. Spielgolf. Eine 18-Loch-Anlage ist das. Ja, das wissen wir jetzt auch schon mal. Jeden ersten Donnerstag im Monat von 14 bis 16 Uhr. Was ist das? Eine Siedehütte. Hm. Auf der anderen Seite. Also hier ist die Golfanlage, Minigolfanlage, ne? Ja. Schläger gibt es hier drin in der Rezeption. Ist auch gar nicht teuer. Nee? Fand ich gar nicht teuer. Ich habe das gerade. Erwachsene 3 Euro, Kinder bis 15 Jahren 1,15 Euro. 50. 1,15 Euro. War eine krumme Summe. Ja. Auf der anderen Seite habt ihr dann auch noch mal eine Information und einen Stadtplan. Und ihr seht schon hier, ist noch ein riesiger See. Ja, hier ist euer Standort. Und hier, wie gesagt, die Innenstadt ist immer, da muss man immer gucken, da gibt lecker Essen. Ne? Ja. Einkaufen kann man auch in der Nähe. Genau, kann man alles machen. Dann gehen wir weiter. Warte, hast du da hinten gesagt? Ach so. Da hinten über die Brücke, da geht ihr zu den Hundewiesen. Ja. Genau, ihr geht über die Brücke drüber. Auf der linken Seite befindet sich eine Hundewiese, wo ihr die auch frei laufen lassen dürft. Da steht da extra alles dran. Und das ist auch direkt der Werra-Fahrradweg. Ja, hier ist ja so ein Nebenarm der Werra. Und auf der anderen Seite da drüben, ich weiß nicht, da ist genau der Baum vor, da ist noch ein Kinderspielplatz. Ja, und die Minigolfanlage. Und die Minigolfanlage, genau. Die ist alle auf, auf diesem Innenteil da. Und hier unten war wohl mal so eine Rüberziehfähre, genau. Die ist aber wohl abgebaut. So, dann kommen wir mal zur anderen Seite der Rezeption. Und zwar sind da Toiletten und Duschen vorhanden, die aber nicht genutzt werden dürfen. Außer das Behinderten-WC, da hat man ja den Euro-Schlüssel, also das, den Schlüssel haben ja die Leute, also die kommen rein. Genau, die kommen rein. Das ist auch gerade für Rollstuhlfahrer eine wichtige Sache. Da haben wir uns ja belehren lassen auf der Messe in Düsseldorf, dass wir das gerne auch mal in unseren Videos erwähnen dürfen. Also der Platz ist überall gepflastert oder asphaltiert. Genau, mit dem Rollstuhl auch hier kein Problem. Richtung Toilette, das geht alles. Ja, das funktioniert. Wenn ihr duschen und die Toilette braucht, dann zu den Öffnungszeiten im Schwimmbad. Da darf man duschen gehen, oder bezahlt man einen kleinen Preis und kann dann da halt duschen und die Toiletten benutzen. So, hier den Weg hoch, also wir stehen jetzt hier, über die Brücke, kommt ihr zu den Hundewiesen. Na? Genau, da ist eine Hundewiese, wo man die freilaufen lassen darf. Und hier geht es direkt lang zum Werra-Radweg. Der ist auch, glaube ich, schon hier, oder? Genau. Da hier schon die ganzen und dort. Meter. Richtig. Ja. Und überall Mülleimer und Hundebeutel. Die ist aber versteckt, die Säule hier, wa? Ja, genau. Stromsäulen ist für alle Plätze hier vorhanden. 4 Stecker sind immer dran und die Münzen dafür erhaltet ihr an der Rezeption. Und da kann man sehen, wie viel man noch hat, ne? Ja. Tür zu? Tür zu. Alles wieder ordnungsgemäß. Weiter geht's. Weiter geht's. Vom Platz runter auf die rechte Seite habt ihr noch die Müllentsorgung. Laufe ich jetzt mal mit euch hin. Da ist ein Zahlenschloss. Dafür bekommt ihr den Code an der Rezeption. Und dann könnt ihr den Riegel öffnen. Das mache ich jetzt mal, aber ohne euch. Getrennt wird hier nicht. Ihr habt hier einmal einen Glascontainer und einmal
ein Abfallcontainer. So, und wenn ihr rausgeht, dann müsst ihr das Zahlenschloss natürlich wieder verdrehen, damit die Zahl nicht da drauf ist. Und jetzt mache ich alles wieder wuschig. Fertig. Hier sieht man mal so einen Riesenplatz. Die Nummer 29 ist riesig. Warum das nur die Nummer 29 ist, weiß ich auch nicht. Sind noch ein, zwei andere. Ja, diese Straße hier ist, ja auch ist die eine Einbahnstraße. Ich habe gerade schon jemanden entgegengesetzt, der Einbahnstraße fahren sehen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das hätte ich auch gemacht. Ja, wenn ich es jetzt nicht gesehen hätte, das Schild. Jetzt kann ich nochmal nach links schwenken, da seht ihr den Spielplatz. Und da hinten seht ihr, glaube ich, auch schon die Minigolfanlage. Ja? Genau. Und ihr seht, wir sind jetzt hier schon angekommen bei Platz Nummer 48, 49, 50. Der hat Plätze ohne Ende. 80 an der Zahl. 80 an der Zahl. Mhm. Ah, okay. Ja. Das ist schon eine Menge. Hier habt ihr dann den Übergang auf die kleine Insel. Ja. Hunde dürfen hier leider nicht drauf. Ja, weil es ja auch ein Kinderspielplatz ist, ne? Und eine Minigolfanlage. So, über die Brücke, übers Wasser. Und hier seht ihr die Minigolfbahn. Alles auf Kunstrasen, cool. Ja, das sieht gut aus. Ich finde das auch gut, dass hier zwischendurch sehr viele Bänke stehen, weil Minigolf spielt man ja nicht alleine. Es muss immer irgendjemand warten. Und dann kann man sich da schön auf die Bank fläzen. Vielleicht nicht bei so gruseligem Wetter wie heute. Aber das ist schon schön hier. Und ganz ehrlich, für 17 Euro kann man da nichts sagen, oder? Nö, das ist okay. Vor allen Dingen, weil wir auch fußläufig zum Solobad können, ne? Ja, gerade, also das würde für mich wahrscheinlich ein Winterplatz werden. Ja. So, du bist abends kalt und dann gehst du noch 2 Stunden schwimmen. So, Lieben, das war die Platzvorstellung hier in Bad Salzungen am Solebad nach Alfisart. Ja, genau. Wir fanden es hier super gut. Also für 17 Euro kann man da überhaupt nichts sagen. Die Leute in dem Solebad sind nett und freundlich. Die Touristeninformation ist toll. Man kann hier total viel machen. Fahrrad fahren, in der Stadt gut essen. Es ist wirklich ein toller Stellplatz, finde ich. Finde ich auch. Also wie gesagt, immer eine Reise wert, wenn man mal entspannen will. Ihr habt ja auch eine Sauna da drin, ihr könnt saunieren. Ja. Das geht ja auch alles in dem Solebad. Also man ist hier glücklich, glaube ich, ne? Ja, und ganz besonders natürlich für Menschen, die vielleicht irgendwelche Lungenkrankheiten haben, COPD oder sowas, ne? Da kann man hier auch Therapien machen. Ist für den einen oder anderen ja natürlich auch ganz interessant. Was ich mag, ist, dass hier Hunde sehr willkommen sind und dass diese schöne Hundewiese da hinten ist, wo unsere Hunde so richtig Vollgas gegeben haben. Die sahen haben, gestern aus. Wie die Schweine. Ja. So, ihr Lieben, das war's für heute von uns. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert gerne kostenlos unseren Kanal oder drückt die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Schreibt in den Kommentaren mal, ob ihr schon hier wart. Ja, gestern haben wir gehört, unser altes Wohnmobil hat seine Jungfernfahrt hierhin gemacht. Ja. Ja, genau. Wo waren wir? Kommentiert. Könnte auch. Daumen drücken, Glocke drücken. Ihr wisst ja. Alles Mögliche. Jetzt ist Feierabend. Ende Gelände. Tschüss. Tschüss.